Schwer verletzt wurde in Kirspe der Fahrer eines Fiat, als er von der Waldheimstraße nach links auf die Kölner Straße abbiegen wollte. Dabei übersah er das Fahrzeug eines Paketdienstes, das in Richtung Rönnsal unterwegs war. Der Lieferwagen fuhr in die Fahrerseite des Pkw. Um den verletzten Fahrer bei einer Rettung durch die zu öffnenden Beifahrertür nicht zu gefährden, wurde die Feuerwehr gerufen, die mit einem Spreizer die Fahrertür öffnete, um so eine schonende Bergung des Fahrers zu ermöglichen. Der 41-jährige Pkw-Fahrer wurde zunächst von den Kirsper Notärzten behandelt, bevor er mit einem Rettungswagen ins Lüdenscheider Klinikum gebracht wurde. Die B237 und auch die Ausfahrt der Waldheimstraße blieben für die Dauer der Rettungsmaßnahmen gesperrt. Nachdem die Unfallstelle geräumt und durch Mitglieder der Kirsper Wehr von Glassplittern befreit wurde, konnte die Straße endgültig wieder freigegeben werden.